Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven am Sonntag. Heute muss ich leider das Besuchen nochmal ausfallen lassen. Bei mir sieht es heute richtig kurz vor knapp aus. Wir haben jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt 3:30. Ich muss noch 4 Videos schneiden im Anschluss an diese Aufnahme und morgen dann um 9 Uhr wieder raus, damit die Hundis pünktlich rauskommen und genauso auch die Videos pünktlich rauskommen. So. Ach du Schande, guck mal, hier Belohnung vom Züchten. 142.176 Münzen. Ihr seid doch verrückt. Ihr seid echt wahnsinnig. Ich hoffe, dass wenigstens bei euren Zuchtversuchen das rauskommt, was ihr euch erhofft und erträumt und euch wünscht. Ich hoffe, dass meine Pferde euch das wenigstens dann bringen. So, ich habe auch hier das Feld schon wieder angebaut und ein bisschen Futter stelle ich auch her. Das habe ich gemacht, damit ich die Möhren loswerde und sie noch sinnvoll weiterverwende. So, wie sieht's hier aus? Hat irgendein Pferd ein Level-Up? Nö. Das einzige Pferd, was wir füttern... Nee, hier gucke mal da. Thor können wir auch füttern. 7 Müsli-Riegel haben wir noch. Welches Level hat Thor denn nun eigentlich? 12. Aha. Der wird wahrscheinlich sogar Level 13 werden mit den Müsli-Riegeln. Und es leckt heute wieder. Es leckt sogar extrem. Dann ist heute auch kein Rennen drin. Ich glaube, dann besuche ich heute wieder nur die Pferde. Weil das ist, wenn es so extrem leckt, dann macht das Rennen Reitern auch nicht wirklich Spaß. Jo, Level 13. Sehr cool. Springen Bronze könnte er bekommen. Das wäre cool, dass wenn sich die Werte verbessern, das Pferd dann zum Zeitpunkt des Verkaufs auch mehr wert wäre. Das fände ich echt cool. Ja, Springen Bronze hat er bekommen. Und ich fände es cool, wenn so eine Art Online-Markt angeboten würde, dass man eben sein Pferd reinstellen könnte und entweder reserviert verkaufen könnte oder man oder andere Münzen drauf bieten. Dass man dann, was weiß ich, schon ein fertig trainiertes Pferd kaufen kann. Untereinander. Das fände ich sehr cool. So ähnlich wie, ihr kennt es ja, wie bei Horse. Das Browser-Game, also so in der Richtung. Das fände ich ganz cool, wenn sowas hier gemacht werden würde. Ich glaube nicht, dass sowas kommt, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber es wäre cool, wenn sowas kommen würde. Ich fände es richtig super. So, dann sind wir hier schon fertig. Dann geht es weiter nach Deauville rüber. In die Oase. Und nach unseren normalen Stallpferden schaue ich natürlich auch noch. Düdüm, düdüm, düdüm. So. Das Farmhaus ist auch aufgewertet. Mein Gott, sieht das toll aus. Ja, Honig, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Was stellen wir denn mal her? Kuchen. Müsli. Oh, Hilfe, was leckt das? Das ist ja schlimm. Das ist richtig, richtig fies gerade. Gut, von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich heute nicht so eine lange Folge mache. Dann ist hoffentlich dann die nächste Folge wieder leckfrei. Das ist ja echt... Also momentan habe ich da echt Probleme mit. Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird, wenn dann die Ponys kommen. Das wäre schade. Um nicht zu sagen tragisch. So, auch hier äppeln wir natürlich die Wiese noch ab. Irgendwo kann ich das wohl auch wieder aufwerten. War es hier oder war das... nee, muss in Montana gewesen sein. Hier geht es nämlich nicht. Aber ich hatte den Kommentar bekommen, dass das wieder geht bei mir wohl mit dem Aufwerten. So. Hat hier ein Pferd ein Level Up? Auch nicht. Oh, wir können nicht mal irgendeins füttern. Naja, macht nichts. Macht nichts, macht nichts. So, wir gucken jetzt erstmal hier nach Aglaria. Ramiro trainiert schon. Zack, zack, zack. Ach, und das ist immer, wenn ihr mich bei euch... Wenn ihr euch bei mir nicht seht. Es gibt da so leichte Verknüpfungsschwierigkeiten, sage ich mal. Der Spiele untereinander, der Accounts untereinander. Deswegen... Okay, dann starten wir halt mal eben neu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Spiel hat sich neu synchronisiert und jetzt geht hier wieder alles. Wo war ich denn eben? Ist ja schlimm hier. Ach so, ja. Es kann sogar vorkommen, dass
Also zum Beispiel hier mit der Melly. Ihr kennt sie ja bestimmt. Die Melissa Goldforce. Die habe ich hier zum Beispiel drin. Sie sieht mich aber nicht. Die liebe Alicia Snowdaughter zum Beispiel, jetzt um meinen anderen bekannten Namen zu nennen, die haben, also wir haben uns auch beide drin. Ich glaube, wir sehen uns alle beide gegenseitig nicht. Also es ist tricky, sagen wir so. So, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen, und zwar ein Bauernhaus der Stufe 4 in Deauville zu besitzen. Dafür bekommen wir 461 Erfahrungspunkte und 720 Münzen. So, es hat fast ein bisschen was wie davon, so die Wünsche der Sims zu erfüllen, hier nach den Anforderungen, nach den Aufgaben zu gucken. 7 Müsli-Riegel verkaufen. Können wir jetzt nicht mehr machen. Aber das ist jetzt auch keine so schwere Aufgabe. Haben wir noch genügend Getreide? Ah, schade, nee, da können wir auch keinen mehr her. Ach komm, für einen Diamanten kaufe ich jetzt 2, dann können wir wieder Müsli-Riegel herstellen. Schon vor morgen. 15 Möhrenmuffins, 12 Jagdrennen müssen wir laufen, 10 mal ausmisten. Ja, im Moment sieht es schlecht aus mit dem Ausmisten, weil ich kein Futter habe für die Pferde hier. Eieieiei. Komm, gehen wir in die Pferdeoase, gucken, wie es da aussieht. So, als letzte Handlung heute noch. Ja, wie gesagt, ich muss echt schauen, dass ich ans Schneiden komme und dann noch ins Bettchen. Ansonsten sitze ich da morgen dann im Stream und so. Ach ja, wir machen jetzt noch Rennen. Übrigens, der Stream fängt heute eine halbe Stunde früher an, da wir um 19 Uhr noch einen Geschäftstermin haben und da pünktlich da sein müssen. So, Cassini ist Level 14 geworden. Bitte, 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 Diamanten. Bitte, Diamantis. Bitte, bitte. Jawohl, ja. 8 Stück. Hoho. Sehr cool. Ach, wie, sonst ist keiner Level up geworden? Boah. Das nimmt ja langsam Ausmaße hier an. So, trainieren wir unseren Eiko mal wieder. Unseren Holsteiner. Nein, nicht Donut. Ich wollte doch mit Eiko weitermachen. Donut ist doch schon Maximum Level. Donut müsste ich auch mal wieder aus der Box holen, damit ich ja weiter züchten kann mit denen. Mit den Canadiens. Donald, Canadian Pacer. Was haben eigentlich Canadian Pacer auf der nächsten Seltenheitsstufe für eine Fellfarbe? Das würde mich auch mal interessieren. Maya. Erzähle uns von dir. Oh, Gigi ist auch wieder dran. Der Kleine. Dam 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 da 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 dam 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 da 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 da. Ach, ich habe gute Laune heute. Man merkt das mir immer an, wenn ich gute Laune habe, dann summe ich eigentlich fast immer. Irgendwas zumindest. Also wenn ich richtig gute Laune habe. Ich habe eigentlich fast immer gute Laune. Aber wenn es so richtig, richtig gut ist, dann singe ich auch mal was. Auch wenn ich nicht singen kann, aber ich mache es einfach gerne. Das ist eine Bestrafung. Nicht singen zu können, aber die ganze Zeit meinen zu müssen, man müsste sein Umfeld mit irgendwelchen Liedern quälen, die man sowieso nicht hinbekommt. Ach ja. Der arme Fabi. Aber ich kann nicht anders. Das rutscht mir einfach so raus. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt nochmal eben nach Montana rüber. Bezüglich Koppel aufwerten. Wann können wir da eigentlich nochmal den letzten Stall kaufen? Oder den hatten wir jetzt schon, oder? Tor steht schon am letzten. Ja. La, 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 la. La, la, la. Ja, ja. Hier, blaues Futter müssen wir mal wieder herstellen. Zack. Stellen noch mehr blaues Futter her. Und hier pflanzt sie direkt wieder neues Getreide an. Das machen wir jetzt noch hier. Nee, mir ist aufgefallen, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass wir momentan sehr viel von diesem sehr viel blaues Futter brauchen. So, hier. Aufwerten. Wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil da Pferde drauf rumeiern. Ja. Wie viel kostet uns das denn? 42 Diamanten und was bekommen wir dann? Die Erfahrung im Training wird erhöht. Wow. Ja, wie viel bekommen die denn aktuell? Muss ich mal drauf achten. Kriegen die auch 200? Weiß ich gar nicht.
42 Diamanten, das ist ja noch erschwinglich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bald einige Pferde uns verlassen werden. Und apropos verlassen, das ist ein gutes Stichwort, denn ich möchte jetzt für heute die Folge beenden. Morgen geht es dann auch ganz normal wieder mit Besuchen weiter. Und jo, Gott, Sonntag schon. Das heißt, es sind höchstwahrscheinlich nur noch 3 Tage, bis die kleinen, dicken, runden Ponys kommen. Ach, ich freue mich schon so. Und die Morgenhorses in SSO. Ah, eine fertige Woche erwartet uns. Also dann, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielleicht sieht man sich ja nachher noch in SSO beim Stream. Und jo, dann macht's gut. Tschüss.